So, hey zusammen, hier ist der Wiesent und heute geht's weiter mit einer neuen Folge von Minecraft Modded Survival. Nämlich habe ich jetzt vor, ein Taschenmesser zu machen. Habe ich mir in der letzten Folge fest vorgenommen. Steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste, ein Taschenmesser zu machen. Da brauche ich noch ein bisschen mehr rote Farbe und Eisen dafür. Und wir müssen jetzt rote Farbe auftreiben. Und hier ist keine rote Blume. Ich will diese roten Blumen hier jetzt verwenden. Das kann ich zumachen. So. Ich brauche rote Blumen dafür. Und die muss ich halt jetzt finden. Ich kann jetzt aber auch ja mit Knochenmehl das machen. Einfach Knochenmehl auf den Boden und dann geht das. Hey Tom, wie geht's dir? Oh, hey Wiesent. Ja, eigentlich ganz okay. Lange nicht mehr gesehen, hä? Ja. Ich hoffe, du hältst die Stellung hier oben gut. Ich kümmere mich schon drum. Danke Leute, also danke Tom, du machst echt einen super Job. Super Arbeit. Super. Okay, auf jeden Fall mache ich komische Handbewegungen, während ich das sage. Obwohl mich keiner sehen kann. Passt. Ja, ist ganz gut. Okay, ich hau mein Knochenmehl hier hin. Danke, das brauche ich. So, dann hau ich mein Knochenmehl dahin. Nichts rausgekommen, hier auch noch. Nein, hier. Oh, hier ist noch was. Hier ist doch was rausgekommen. Und hier auch noch. Nee, eben nicht. Aber ich glaube, das reicht schon, oder? Kann das sein? Ja, das reicht. Okay, genug. Weiß nicht, ist so schlecht, dass hier das alles wächst. Ich weiß nicht. Können wir alles hindern? Egal. Okay. Das tun wir wieder rein. Das tun wir auch wieder rein. Werfen wir einfach mal rein. Egal. So. Hier ist ein bisschen kleiner alles. Ja, das lassen wir mal besser so. Okay, jetzt machen wir unser Pocket Knife. Nämlich brauchen wir hier drei Eisen in der Mitte. Dann hier noch ein bisschen rot und hier noch ein bisschen rot. Und dann haben wir das Pocket Knife. Yeah, wir haben ein Taschenmesser, Leute. Kann das irgendwas? Ne, kann das nicht. Aber damit können wir was craften. Nämlich können wir damit aus dem Hemd dieses Canvas machen. Und das Canvas können wir ein Zelt machen. Und das war mein Ziel für diese Folge, glaube ich. Oder halt, das war eine halt der Sachen, was ich halt machen wollte. Und ich hoffe, meine Stimme wird nicht kaputt, weil es langsam Nacht wird, also in Real Life. Ja, im Real Life. Da wird es langsam Nacht und dann, in der Nacht halt, ist halt die Stimme halt nicht mehr so erfrischend. Und ist halt nicht so gut. Und dann klingt die Stimme halt komisch und dann klingt sie müde und dann ist halt ein bisschen blöd. Und das will ich halt verhindern. Und ich hoffe, dass das nicht vorkommt. Aber verhindern kann man es fast gar nicht. Außer man redet viel und versucht sich und bemüht sich, das zu machen. Aber ja, dann nehme ich das auch noch raus. Ich mache mal ein bisschen was zu Canvas. Ich glaube, das geht so rein. Ich nehme mal die Hälfte und mache das so. So. Ah, okay, es wird ein bisschen geused, also abgenutzt. Okay. Okay, ich brauche zwar jahrelang nicht so viel Canvas, aber egal. Dann glaube ich, war das so, dass ich halt hier so ein Iron Stick brauche. Aber das geht nicht so. Ich glaube, das geht. Ich mache das jetzt alles ohne raufzusehen auf das Crafting Guide. Ich glaube, das war so. Ne, war das nicht. Dann haben wir das alles wieder raus hier. Dann muss ich nachsehen. Nehme hier Canvas. Iron Stick. Zwei Eisen übereinander. Bear Trap, wie geil. Marshmallow und ein Stick. Alter, geil. Was ich machen kann. Hä, das war doch so. Okay, es geht dicht. Wieso geht das nicht? Braucht man jetzt so ein spezielles Eisen? Irgendwas habe ich. Iron Ingot? Übereinander? Iron Stick. Hä? Okay. Okay. Komisch. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ich gehe mal schnell rüber in mein Zuhause und versuche das mal da zu machen. Unser Zuhause sieht einfach so mega gut aus. Einfach so quadermäßig, ist einfach so, genau so. Das ist einfach der neueste Schrei. Wieso geht das nicht? Hä, da steht doch hier drin, dass das so funktionieren sollte. Zwei Eisen übereinander. Wieso geht das nicht? Iron Stick. Zwei Eisen übereinander, wieso? Hä, wenn das hier drin steht, dann muss das doch funktionieren. Iron Ingot steht hier. Und hier steht Iron Ingot. Tatsächlich müssen die in der Mitte sein. Echt jetzt? Leute.
Okay, komisch. Aber egal. Ich pack das mal so hin. Wieso funktioniert das jetzt wieder nicht? Oh Mann. Ah, okay, weil es so. Genau. Weil es so machen muss. Okay, Leute. Offiziell, wir haben jetzt offiziell ein Zelt. Leute, wie geil ist das denn, bitteschön? Wir haben jetzt ein Zelt. Ich glaube, ich setze es mal neben mein Haus hin, weil es einfach so viel Sinn macht. Ich glaube, ich setze es mal hier drüben so hin. Ne, hier oben so neben Tom. Damit ich halt so mit Tom zusammen eine Übernachtungsparty machen kann. Genau, da muss ich jetzt eine Lantern. Okay. Chests kann ich reintun, Lanterns kann ich reintun und Betten kann ich reintun. Ich tue hier so ein Bett rein. Nämlich geht das folgendermaßen. Wo ist das? Da steht es irgendwo drin, oder? Okay, ich finde es gerade nicht. Ich finde das nicht. Da ist es. Sleeping Bag. Aus Black Wool. Ja, sieht sehr schwarz aus. Black Wool. Ja, sieht genauso aus. Okay, und danach halt so drüber so ein Ding halt. Okay, da brauche ich Wolle. Oh, das mit Wolle wird ein bisschen problematisch. Aber ich brauche mir jetzt auf jeden Fall eine Schere. Dann drüben im Käfig habe ich noch... Im Käfig, wie das klingt. Im Käfig habe ich noch... hier Advanced Cheese, also Extended machen wir. Wenn dann schon Extended. Da in drüben in einem Stall habe ich noch eine Schaf drin. Da kann ich hier halt ein bisschen Wolle abzwacken. Zwicken oder so. Da ist auch schon Schaf. Dann kann ich halt... Wenn ich halt einen Schlafsack machen kann. Oh man, 6 Wolle gleich raus. Alter, das ist schon gut, also wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob das nur an den Extended Shears liegt oder an keine Ahnung was. Auf jeden Fall, drüben sollte auch noch ein Schaf sein. Okay, was machen die alle? Die sind alle darüber. Die sind alle in Ecke gedrängt. Voll komisch. Oh man, Leute, wie crazy ist das? Die sind alle hier drüben in Ecke gedrängt und die, das eine... Die eine Kuh macht komplett Party. Okay, verstehe es nicht. Ich habe die künstliche Intelligenz von denen noch nie ganz verstanden. Aber okay, ich erlaube jetzt ihnen, dich mit dich zu paaren. Okay, leider haben wir noch keine andere von dieser Kuh. Okay, ist wieder so ein Babyleiterkarre rausgekommen. Gut. Dann kommen die zwei Kühe mal wieder zusammen. Mal wieder. Ich weiß nicht. Werdet ihr zusammenkommen? Dürft ihr jetzt zusammenkommen, wenn ihr wollt. Macht ihr das? Okay. Die gehen zusammen, okay. Und wieder ganz... Hey, Baby Meat Cow. Oh mein Gott. Hä? Okay, das war jetzt ziemlich unexpected. Okay, wie es aussieht, gibt es hier drüben... Gibt es erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Hier mit dritte Stufe. Haben wir hier drüben zweite Stufe. Und halt... Ja, hier zweite Stufe, hier dritte Stufe. Und erste Stufe habe ich halt umgebracht, weil es halt so sein muss. Und hier haben wir Leder... Wir haben eine ganz normale Stufe, dann haben wir hier Lederstufe und eine Fleischstufe. Genau hier, eine Fleischstufe. Und die sind alle parallel und die halt sind so hierarchisch angeordnet, so ganz unten die ganz erste Stufe, dann die zweite Stufe drüber und dann die dritte Stufe nochmal drüber. Und die sind hier so ganz normale Kuh und dann halt nächste Stufe ist halt Lederkau. Und dann auf der gleichen Stufe wie der Lederkau steht halt hier nebenbei, die Meat Cow. Oh Mann. Das ist komisch, also wenn ich das jetzt so richtig interpretiert habe. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich rede einfach nur Scheiße, also offiziell ist so. Okay, dann stellt sich mir noch eine Frage. Nämlich, ob man die Chests einfach so ganz normal in das Zelt reintun kann. Oder ob das irgendwie anders ist. Ich weiß nicht. Das kann ich jetzt auch gleich ausprobieren. Aber ich glaube, ich werde zuerst noch... Komm, ich spring da schon rüber. Geh zu diesem Crafting Table hier und du bist dahin. Mach das so. Hab jetzt einen Schlafsack. Sehr gut. Können wir hier rüberspringen wieder und das wieder zumachen. Dann gehen wir rüber und rüber zum Zelt und versuchen mal da ganz mal eine Kiste rein zu tun. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Auf jeden Fall ist es ein cooles Konzept, wie sie hier gemacht haben mit diesem Zelt hier. Ich finde es nur komisch, dass mir irgendwann das Eisen ausgehen wird, aber ich weiß nicht, wann das sein wird. Vor allem, weil ich schon ziemlich lange nicht mehr so unter der Erde war und Eisen abgefarmt habe. Ja gut, jetzt kann ich hier sleep, aber ich kann halt nur nachts schlafen.
Also sie, nein, das wollte ich nicht machen, sorry. Auf jeden Fall kann ich hier so machen. 5 von 10. Ah, okay, man kann halt nicht so viel Platz rein. Ah, okay, man kann die Chest einfach so reinmachen. Wenn ich Inventory. Ah, das ist hier mega geil. Das ist echt ziemlich cool, Leute. Und Lantern kann man auch noch so machen. Wie geht das? Kann man hier einfach so eine Fackel reintun? Okay. Okay, auf jeden Fall haben wir noch einen Platz frei. Da könnte ich jetzt entweder noch eine Chest reintun oder halt eine Lantern. Aber ich glaube, ich mache mal eine Lantern rein. Ich weiß nicht, ob das geht so. Lantern? Ist die von diesem Mod? Ich weiß nicht. Okay. Lantern, Ghosten Dust. Ah, okay. Die Frage ist nur, ich weiß nicht, von welcher Mod das hier ist. Yo, ist halt nicht so gut. Ich mache einfach mal diese Lantern und sehe nach, ob das funktioniert mit Glowstone, Eisen. Shit. Oh Mann. Wie knapp war das gerade? Das war viel zu knapp. Oh Mann, ich bin einfach so ganz normal weggesprungen und dann höre ich einfach, dass ich gerade einen Creeper entkommen bin. Okay, das war ziemlich knapp gerade. Das war doppelt knapp. Okay, doppelt knapp, Leute. Ich hatte gerade zwei Herzinfarkte, während das passiert ist, aber egal. So, ich wollte jetzt das reinlegen wieder. Das Canvas können wir auch reinlegen und so. Ja, eigentlich könnte ich das in die Chest reinlegen, was halt im Zelt drin sind. Und dann könnte ich das halt wieder reinlegen. Oh Mann, was wollte ich jetzt? Ich vergesse mal, was ich machen wollte, nämlich. Genau, brauche ich dafür Glowstone Dust, aber Glowstone Dust ist für mich gerade im Moment eine rare Ware. Weil ich halt nicht den Nether kann. Noch nicht. Was ziemlich beschämend ist eigentlich. Weil ich schon bei der 35. Folge bin und noch nicht den Nether drin war. Genau. Aber ich hoffe mal, dass es die ist, weil die andere Laterne, die ich gesehen habe, die kann ausbrennen. Okay, da kann man halt hinsetzen. Cool. Auf jeden Fall, die andere Laterne, was ich halt gesehen habe, kann ausbrennen. Und das ist halt nicht so gut. Und sie braucht halt Glowstone und das, um sie halt wieder aufzufüllen. Was auch nochmal schlecht ist. Und ich glaube nicht, dass das richtig ist. Okay. Nee, das ist nicht die richtige. Scheiße. Das heißt, die andere Lantane muss die sein. Und das Problem ist halt die, dass die ausbrennen kann, wie ich gerade sehe, und Glowstone das braucht und so viel Glowstone, das habe ich nicht. Also ist das eigentlich nicht so gut, aber ich kann das mal hinstellen, sieht einfach generell cool aus. Wenn ich hier das hier reintun. Ich glaube, sieht ganz gut aus. Kann ich hier auch noch eine Schale mit Kaffee reintun. Eigentlich ganz gut. Kann ich hier noch so eine Laterne stehen lassen. Oder warte, ich tue die Laterne da rein. Damit ich halt alles fürs Campen habe. Eigentlich ziemlich cool. Also ich finde das echt geil. Ich könnte das jetzt noch, ich glaube, ich werde das dann später ins Boot verlagern. Also nicht aufs Boot drauf, sondern halt in die Kisten vom Boot halt drin reintun. Damit ich halt irgendwann auf Reisen gehen kann und dann halt später dann an Land mein Zelt aufschlagen kann und dann halt geile Sachen machen kann. Leute, das müssen wir echt einmal machen. So. Das glaube ich wäre echt cool. Alter, mir ist gerade eine mega geile Idee gekommen, nämlich eine Kajüte zu bauen. Ihr wisst schon, so halt, dass man halt reingehen kann. Weil so im Moment kann man jetzt halt noch nicht reingehen. Sondern die ist halt alles auf einer Ebene. Aber es halt so groß machen, dass halt da hinten, dass er richtig groß ist und man halt reingehen kann und innen drin schlafen kann. Damit es, wenn es regnet und so. So, innen drin halt, das wär echt cool. Ich würde das ziemlich cool finden. Und da habe ich jetzt eigentlich richtig Bock, das zu machen. Weiß ich nicht, ob das echt noch in dieser Folge ausgeht. Ich glaube, ich werde mal. Ja, okay, das ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt keine neue Folge aufnehmen kann. Weil sonst meine Stimme komplett kaputt ist. Und ich brauche wieder Holz und so. Oh Mann. Ja, geht sich wahrscheinlich nicht aus. Lohnt sich nicht anzufangen. Aber es wäre auf jeden Fall mega geil, so eine Kajüte zu bauen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Aber, naja, bevor meine Stimme kaputt ist und meine Augen wegen der Müdigkeit sterben oder so,
lasse ich etwas besser und baue einfach nur Holz ab. So, einfach so aus dem Leben eines normalen Holzhackers, der beschließt, ein Boot zu bauen und dann von jedem Tier einfach zwei Arten mit raufnimmt. Dann warte, bis die Flut kommt, dem keiner vertraut, weil keiner denkt, dass es so brutal regnen wird, dass eine riesige Flut verursachen wird. Auf jeden Fall wundert mich jetzt gerade, warum ich eigentlich die Lumberjack-Mod, also den Timber-Mod, oder so nicht funktioniert, dass ich einfach nur einen Block abbauen muss. Darum muss ich mich auf jeden Fall noch kümmern. Ja, ich baue das mal mit Scheren ab. Keine Ahnung. Wow. Geil. Jetzt habe ich den abrasiert. Geil. So, jetzt habe ich halt ganz viel Leaves. Ich glaube nicht, dass ich die irgendwann im Leben brauchen werde. Aber man weiß ja nie. Und wenn ich sie brauche, dann habe ich sie. Das waren jetzt 52. Oh Mann, wie viele sind das? Okay, egal. Als Sapling aufsammeln, damit ich sie gleich wieder anpflanzen kann. Weil für jeden Baum, den man fällt, sollte man eigentlich wieder zwei wieder anpflanzen. Geht sich jetzt nicht ganz aus, aber theoretisch gesehen sollte man das halt schon machen. Also in RL, also in Real Life oder so. Wäre nicht ganz knorke. Obwohl nur bis zu einem bestimmten Grad, irgendwann wäre das halt doch scheiße. Aber egal. Ich gehe da mal rüber und setze da noch einen Baum hin und hier noch einen Baum hin, weil es kann, dann mache ich auch noch einen hin. Ich weiß, das alles wird alles einmal weg sein, weil es alles mit der Schaufel abtragen. Aber das kann ja noch dauern. Es wird auch noch dauern. Und mein PC, glaube ich, macht im Hintergrund wieder irgendwelche Scheiße oder so. Aber egal. Ich glaube, das war's mit dieser Folge. Leute. Ich bin irgendwie müde. Oh, hier ist noch Eisen. Ja, das baue ich vielleicht nächste Folge so ab, wenn ich sie vergesse. Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sehe wieder aus wie ein Hero bei einem Ritter oder so. Mit Pumpkin, Gepard oder so. Leute, das war's mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.